Genügender Vorredner, Herr Böhm, Sie sind an der Reihe. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kompensationspflicht bei Stellplatzwegfall, ein etwas sperrig klingender Titel für ein ganz wichtiges Thema. In den letzten Jahren ist aus verschiedenen Gründen eine große Anzahl an überirdischen Parkmöglichkeiten im Innenstadtbereich weggefallen und es sollen keine neuen Parkplätze im Innenstadtbereich eingerichtet werden. Beispielhaft seien über 600 weggefallene Parkplätze allein auf dem Ferdinandplatz, an der Petersburger Straße und am Terrassenufer genannt. Gerade Petersburger Straße und Terrassenufer zeigen auf, dass oftmals Konflikte zwischen Radverkehr und Parkplätzen vorliegen. An 300 weiteren Stellen in der Stadt sollen entsprechende Sicherheitsdefizite für Radfahrer vorliegen. Das nachvollziehbare, schnellstmögliche Beheben dieser Sicherheitsdefizite führt aber nicht nur zum Wegfall von unzähligen Parkplätzen für Anwohner, sondern durch den entstehenden Parkdruck fallen letzte legale Parkmöglichkeiten für Pflegedienste, Handwerker und Paket- und Lieferdienste weg. Nehmen wir das Beispiel Pflegedienste. Aktuell gibt es keine Ausnahmegenehmigung mehr für Parken im eingeschränkten Halteverbot und auf Gehwegen, sondern nur noch Genehmigungen für Bewohnerparkplätze. Jetzt frage ich Sie, wo sollen denn beim Wegfall von immer mehr Parkplätzen die Pfleger insbesondere früh und abends parken? In vielen Stellen, beispielsweise Terrassenufer, gibt es zu bestimmten Zeiten überhaupt keine Möglichkeit mehr, legal zu parken. Und eins ist doch klar, die Parkplatzsuche geht zum Schluss zu Lasten der Patienten und deren Angehörigen. Kann das unser Ziel sein? Und liebe Grüne, es ist eben keine Lösung, dass Pflegedienste, Handwerker und Paketdienste mit dem Lastenfahrrad unterwegs sein sollen. Und wenn sie das wirklich wären, dann hätten wir die gleichen Platzprobleme nicht auf der Straße, aber auf den Fußwegen. Und mit dem Beamen ist das so eine Sache. Deshalb möchten wir, dass so weit als möglich bei derartigen Maßnahmen wegfallende Parkplätze in der Nähe neu ausgewiesen und eingerichtet werden. Hier soll die Verwaltung zukünftig deutlich mehr Engagement an den Tag für den Erhalt von Parkplätzen legen. Die übliche Stellungnahme der Verwaltung zu unserem Antrag, Politik schleicht euch, laufendes Geschäft der Verwaltung, oder wir haben weder Grundstücke, Ressourcen, Geld noch Lust dazu, löst aber dieses ganz lebenspraktische Problem nicht. Wir müssen hier dringend was tun. Nun ist uns allerdings klar, dass nicht überall die Möglichkeit einer entsprechenden Kompensation besteht. In diesen Fällen soll vor dem Rückbau ein Beschluss im Bauausschuss eingeholt werden. Dabei geht es uns nicht um einzelne Parkplätze, sondern um geplanten Rückbau größerer Anzahl. Dass wir als Politik hier was tun müssen, zeigt uns auch das Handeln der Verwaltung an der Petersburger und Werner Straße. Erst wurde versprochen, dass man an der Petersburger Straße durch bauliche Maßnahmen und unter der Nossener Brücke durch Freigabe von ungenutzten Stellflächen wieder Parkplätze schaffen wollte. Und wie ist die Realität? Nichts ist davon geworden. Da werden aus unserer Sicht im Geschäftsbereich 6 die falschen Prioritäten gesetzt. Es ist aber eben nicht unser Ansinnen, zukünftig das Autofahren immer unattraktiver zu machen und den Bürgern ihr zukünftiges Mobilitätsverhalten vorzuschreiben, sondern wir möchten mit attraktiven Angeboten für alternative Verkehrsformen und insbesondere für eine größere Nutzung des ÖPNV werben. Hier liegen klar die politischen Unterschiede. Wir sind nicht gegen mehr Sicherheit im Straßenverkehr für Radfahrer, ganz im Gegenteil. Jedoch gibt es nicht nur die Belange des Radverkehrs, sondern eine Stadt muss funktionieren. Das sollten wir alle nicht vergessen. Insoweit ist dieser Antrag aktuell von großer Wichtigkeit. Wir beantragen, dass nicht über die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschussberichtes, sondern über unseren Ursprungsantrag abgestimmt werden soll. Bitte stimmen Sie zu. Danke. Und damit geht das Wort an die Fraktion Die Linke, Herr Würz, und es folgt dann die SPD. Rederecht. Rederecht. Stimmt, Frau Schneider. Genau, Entschuldigung, genau. Dann darf ich erst Frau Schneider nach vorn bitten. Hier für Sie wurde Rederecht beschlossen und Sie sprechen als Geschäftsführerin der Caritas. Ich darf nochmal auf die Geschäftsordnung hinweisen. 5 Minuten Redezeit. Bitte schön. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich möchte Sie vor ein kleines Experiment stellen. Sie stehen an einer Ampel und Sie sind im Urlaub ganz gelassen und ruhig. Das ist angenehm und die Sonne scheint. Und andersrum, Sie stehen mitten in der Arbeit im Stress, an der Ampel, haben noch 20 Termine vor sich, haben Zeitdruck, wissen, dass jemand auf Sie wartet, möchten ans Ziel kommen,
aber es geht nicht. Sie haben keinen Parkplatz, Sie müssen mehrere Ampeln überwinden und Sie wissen ganz genau, wenn Sie zu spät kommen, guckt jemand auf die Uhr, wartet, hippelt und ist vielleicht sehr unzufrieden für den ganzen Tag. Ja, meine Damen und Herren, es gibt ganz unterschiedliche Interessenlagen und wir sind ein Verband, der die ambulante Pflege innehat, ein Verband, der in der Liga der freien Wohlfahrtspflege ist und in der Liga der freien Wohlfahrtspflege haben alle Verbände auch die ambulante Pflege inne. Und von daher möchte ich Sie bitten, da auch Ihr Wohlwollen einzubringen, dass wir einfach vor Herausforderungen im Alltag sind. Die Pfleger und Pflegerinnen, die Helfer, die ihren Alltag bei Hitze, bei Kälte, bei Schnee, bei Regen, bei Stadtfesten, bei Rewe Challenge, bei allen möglichen Dingen, die in der Stadt sind, was schön ist, aber was die Zeiten verzögern, um an die Person zu kommen, an die Menschen, an die alten Menschen, die warten. Sie wissen es vielleicht auch durch Angehörige. Und jeder von Ihnen wird auch alt und Sie entscheiden. Sie entscheiden jetzt auch für die Zukunft. Und wer von Ihnen denkt, dass es einfach ein Pappenstiel ist, diesen Alltag zu bewältigen? Die Menschen, die Pflegerinnen und Pfleger, die haben wirklich zu tun, um für sich den Alltag zu bewältigen. Ich komme nicht oft abends in unsere Tiefgarage, da kommt ein Pfleger halb elf noch und sagt, ich bin einfach 3 Stunden später, weil einfach Rewelauf war, Stadtfest ist und ich sehe meine Familie wieder nicht, aber ich habe den Alten geholfen. Ja, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was wir fordern, was wir möchten kurze Wege. Wir möchten kurze Wege zu den alten Menschen, um die Situationen, die wir im Alltag haben, auch kompensieren zu können, um auch für die Pfleger und Pflegerinnen ein gutes Arbeiten zu leisten. Wir schlagen vor, Parken im Parkverbot, dass wir Kurzzeit parken können. Wir schlagen vor, Spielstraßen und verkehrsberuhigte Zonen nutzen zu dürfen, dass wir schnell an die Seniorinnen und Senioren kommen. Und wir schlagen vor, dass wir bei den Bewohnerparkplätzen Kurzzeitplätze bekommen, dass wir praktisch auch bis zu einer Stunde die Pflege durchführen können. Besonders auch in den Stoßzeiten brauchen wir Parkplätze und jeder Pfleger, jede Pflegehelferin haben genau 5 Minuten Zeit, von einem zum anderen zu kommen, von einer Person zur anderen Person. Und um alles menschenwürdig zu halten, A, die Personen, die gepflegt werden müssen, die auch ihre Zeit brauchen, die Liebe brauchen, auch im Alltag. Und die Pfleger, die auch ein Mindestmaß an Ruhe brauchen, um die Pflege sicherzustellen. Ich möchte Sie aufrufen, dass Sie dem CDU-Antrag Folge leisten, dass Sie uns im Alltag einfach unterstützen und würde mich freuen, wenn Sie das tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schneider, aus Sicht der Caritas Dresden. Und jetzt hat Herr Stadtrat Würz das Wort und danach dann die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau zweite Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es war jetzt sehr beeindruckend, was von der Caritas hier gesagt worden ist. Und wir müssen da unbedingt ins Gespräch kommen drüber. Da sind Sie auch bei der Fraktion Die Linke ganz richtig. Es liegt uns am Herzen, dass Pflegedienste im Prinzip schnell durch die Stadt kommen, dass sie Parkmöglichkeiten finden. Das haben wir auch schon unterstützt, zum Beispiel auch in der Parkgebührenordnung, dass die Pflegedienste keine Gebühren bezahlen müssen, dass das pauschal mit Parkkarten geht, da müssen wir noch drum kämpfen. Das Bedauerliche ist aber, dass genau das nicht im Antrag steht. Der Antrag hat mit Pflegediensten nichts zu tun. Der Antrag hat im Prinzip 2 Anliegen, darum übernehme ich jetzt mal die Rolle von Herrn Böhm von der CDU und stelle hier den Antrag vor.
dass nämlich erstens bei baulich markierungsseitig bedingten Wegfall von Parkierungsanlagen im Zuge der Anpassung bzw. des Ausbaus von Radverkehrsanlagen die wegfallende Anzahl von Parkplätzen unmittelbarer Nähe neu ausgewiesen wird, oder falls das nicht notwendig, falls das nicht möglich ist oder nicht vollständig möglich ist, dass dann ein Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau und Verkehr und Liegenschaften einzuholen ist und dabei nachzuweisen ist, welche vertieften Prüfungen zur ortsnahen Neuausweisung erfolgt ist. Also sehr kompliziert geschrieben, aber wenn man es sich durchgelesen hat, eigentlich ganz einfach. Das grundsätzliche Problem, was erstmal formal besteht, dass es hier um verkehrsrechtliche Anordnungen handelt, die dem Stadtrat gar nicht anheimgegeben sind. Insofern kann man das nur prüfen lassen, aber kann es nicht anweisen. Jetzt bin ich ein Mensch, der sagt, wir müssen aufpassen, die Verkehrswende darf nicht ideologisch werden, sie muss pragmatisch sein, weil sonst die Akzeptanz verloren geht. Und das leistet eben dieser Antrag gerade auch nicht, dass er nachweist, wo denn eigentlich jetzt bei der Umwandlung von Parkierungsanlagen zugunsten der Sicherheit oder des Komforts von Radverkehrsanlagen in den letzten anderthalb Jahren, denn so lange ist dieser Antrag im Geschäftsgang, der ist vom März 2020, wo eigentlich jetzt ein Defizit aufgetreten wäre, wo im Prinzip sich durch die Ausweisung von Radwegen, durch Sicherheitsstreifen, wo eigentlich dann ein Mangel eingetreten ist. Und mir ist auch nicht bekannt, dass der Wegfall des Ferdinandplatzes durch die Markierung von Radverkehrsanlagen bedingt ist, sondern dort wird ein Verwaltungsneubau errichtet, der mit einer Radverkehrsanlage überhaupt nichts zu tun hat. Und außerdem ist es gerade beim Ferdinandplatz so, dass der eine ausgedehnte Tiefgarage bekommt, wo diese Parkplätze mitnichten kompensationslos wegfallen, sondern die werden wieder errichtet werden. Insofern kann ich Ihre Beispiele nicht nachvollziehen. Und noch etwas. Ich selber werde heute Abend, wenn ich nach Hause komme, es relativ schwer haben, einen Parkplatz in unmittelbarer Wohnungsnähe zu finden. Ich wohne also in so einer Wohnstraße, wo früh die Autos stehen, abends die Autos stehen, aber tagsüber, wenn die Pflegedienste kommen, dann können sie über das Haus fahren. Da sind nämlich die ganzen Autos weg, auf Arbeit gefahren oder sonst wohin und die Pflegedienste kommen gut durch. Also auch da ist eigentlich nicht das Defizit da. Und da müssen wir ins Gespräch kommen. Für Pflegedienste und für im Prinzip Sozialdienste, für Hebammen wird die Linke alles tun. Auch im Prinzip, dass die Mobilitätsansprüche dort reibungslos und ohne Wartezeiten im Prinzip abwickelbar sind. Aber mit diesem Antrag haben wir eben Schwierigkeiten, weil es wäre im Prinzip jetzt anderthalb Jahre Zeit gewesen, ihn in der Begründung anzureichern, ihn im Prinzip ihm ein Fundament zu geben und auch Beispiele zu bringen. Gerade auch am Terrassenufer, die Beschwerden halten sich in Grenzen. Es gibt dort auch nicht besonders viel mehr Parkverkehr. Es gibt dort im Museum am Sachsenplatz, abends, wenn die Leute nach Hause kommen, das Gericht nicht mehr Betrieb ist, gibt es massenhaft Parkplätze. Fahrt heute Abend auch lang. Also Sie müssen die Defizite benennen, Sie müssen sie nachweisen. Dann kann man im konkreten Fall schauen, ob dort vielleicht im Prinzip in der Tat übertrieben worden ist. Der Wegfall der Parkplätze an der St. Petersburger Straße ist ein unbedingtes Erfordernis der Sicherheit des Radverkehrs gewesen. Dort ist im Prinzip eine Radfahrerin ums Leben gekommen, aufgrund im Prinzip eines parkenden Autos. Und auch sonst war diese Stelle im Prinzip sehr unsicher, weil eben die einen ausparkenden Fahrzeuge auch diese, wie man sagen, Hauptstraße dann gefährlich blockiert haben, weil dann eben auf dem einen Streifen eingehalten werden musste und der fünfte hat es dann auf dieser breiten Straße nicht mitbekommen, hat es Auffahrunfälle gegeben. Also auch die Sicherheit des motorisierten Verkehrs auf der Straße stand dort in Frage. Insofern ist uns dieser Antrag hier nicht fundiert genug, um hier einzuschreiten und die Linke wird ihn dann auch nach eingehender Prüfung ablehnen. Vielen Dank. Soweit Herr Wirtz. Und jetzt geht das Rederecht an die SPD. Herr Engel ist auf dem Weg nach vorn und danach folgt die FDP. Ja, sehr geehrte Frau Klepsch, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde gerne die Debatte SPD-seitig mit einem kleinen Zitat beginnen wollen. Zitat, das städtische Radverkehrskonzept soll zügig umgesetzt, zentrale Radwegachsen und Radschnellwege ausgebaut und Fußwege zügig saniert werden.
Weiß nicht, ob es ein paar Leuten im Saal vielleicht auch bekannt vorkommt. Dieses Zitat ist inhaltlich sicherlich sehr richtig, klingt super, aber die Autoren sollten sich vielleicht ab und an auch daran erinnern. Es ist nämlich ein Zitat aus dem Wahlprogramm der Dresdner CDU. Und es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn man das jetzt in Anbetracht dieser Debatte sich nochmal zu Gemüte führt. Denn aus unserer Sicht ist dieser Antrag ein Bremsklotz für das Radverkehrskonzept. Er schafft aus unserer Sicht absolut unnötige Bürokratie. Ist ja jetzt nicht so, dass der Bauausschuss gerade so viele freie Spitzen hat, wo man sagt, Mensch, da beschäftigen wir uns jetzt nochmal jeden Monat nochmal umfassend mit all diesen kleinteiligen Fragestellungen. Das kann man natürlich machen, aber da muss man auch sagen, wie es funktioniert. Und aus unserer Sicht ist dieser Antrag ja auch inhaltlich ein wenig absurd. Sie fordern tatsächlich nur für den Radverkehr jetzt so eine extra Schleife. Herr Wirz hat schon begründet, warum das auch schon aus rechtlichen Gründen vollkommen absurd ist, weil wir uns hier wirklich im Bereich der verkehrsrechtlichen Anordnungen bewegen. Das ist ein Punkt, der der CDU ansonsten immer sehr wichtig ist, dass Anträge so formuliert sind, dass sie ja nicht zu weitgehend sind, was die Beschlussgewalt des Stadtrats anbelangt. An dieser Stelle ist Ihnen das vollkommen egal. Finde ich sehr spannend. Aber er ist inhaltlich absurd, weil wir ja an ganz vielen verschiedenen Stellen der Stadt Radverkehrsanlagen ausbauen, ja, aber wir eben auch an vielen anderen Stellen, nicht wegen Radverkehrsanlagen, sondern aus ganz anderen Gründen Stellplätze abordnen. Da geht es oft um Sichtverhältnisse, da geht es manchmal auch darum, den MIV flüssig zu halten, da geht es zum Beispiel darum, neue Zebrastreifen zu schaffen, da geht es zum Beispiel auch um Sondernutzung, zu sagen, okay, wie kann man denn Gastronomie vielleicht auch ausweiten? All das sind verschiedene Themen, die dazu führen, dass Stellplätze manchmal abgeordnet oder neu geordnet werden. Und all diese Fragestellungen wollen Sie natürlich nicht im Ausschuss debattieren, sondern wollen ausschließlich über den Radverkehr sprechen. Das finde ich tatsächlich absurd. Es wird aus meiner Sicht auch einer sachlichen Debatte absolut nicht gerecht. Und ich bin der Überzeugung, dass wir als Rat uns wirklich auf die zentralen Fragestellungen besinnen sollten. Nämlich, wie kriegen wir dieses Radverkehrskonzept gut umgesetzt? Wie kriegen wir es auch so umgesetzt, dass es vor Ort auch Akzeptanz findet? Natürlich ist das eine Herausforderung. Ich glaube, das ist uns allen auch klar. Jetzt bei der Radvorrangroute Ost merkt man das vielleicht mal in so ein bisschen konzentrierter Form. Aber da nehme ich eben schon wahr, dass eine Verwaltung auch arbeitet und schaut, wie fügt sich das in ein Parkraumregime in den verschiedenen Stadtteilen auch ein. Das muss eine Verwaltung leisten und aus meiner Sicht macht sie das immer besser, sicherlich nicht an allen Stellen perfekt. Und da müssen wir als Rat auch aufpassen. Aus meiner Sicht, wem an dieser Stelle hier im Rat an der Zukunftsfähigkeit des Verkehrs in Dresden gelegen ist, der kann diesem Antrag nicht zustimmen. Und deswegen würde ich Sie alle bitten, diesen Antrag abzulehnen und ja, vielleicht können wir uns dann wirklich wieder den relevanten Fragestellungen zuwenden. Frau Schneider hat einige sehr relevante Fragen benannt. Da müssen wir vor allem mit dem Land ins Gespräch kommen, was die rechtlichen Rahmenbedingungen anbelangt. Und dann können wir tatsächlich dort auch relevante Fortschritte erzielen, dass eben auch Pflegedienste zügig von A nach B kommen. Vielen Dank. Und jetzt erhält die FDP das Wort und danach die Dissidenten. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren, also wem die Akzeptanz des Radverkehrskonzeptes in Dresden wichtig ist, der muss diesem Antrag zustimmen. Er muss dem Antrag zustimmen, weil es kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass man hier ein Radverkehrskonzept hat, was die Interessen, die Belange der Anwohner so überhaupt nicht berücksichtigt, meine Damen und Herren. Es geht in dieser Stadt eben nicht nur um das Durchfahren, sondern es geht auch um diejenigen, die dort leben. Und das machen wir übrigens bei jeder Entscheidung, lieber Kollege Engel, immer und immer wieder. Beim Fernsehturm reden wir die ganze Zeit über die Belange derer, die dort vor Ort sind. Und das ist auch richtig so, weil die eine besondere Belastung haben. Und das gilt natürlich ganz genauso auch dann, wenn ich eine bessere Verbindung für die Leute schaffe, die dort nur mal eben kurz vorbeifahren. Es muss doch irgendwo in dieser Stadt noch möglich sein, sich um die zu kümmern, die dort leben müssen, die dort leben wollen und die dort zu Hause sind, meine Damen und Herren. Ihr Lieblingswort ist ja gewesen, absurd. Das Zweite, was Sie gesagt haben, Bremsklotz. Der Bremsklotz sind Sie,
weil genau die Akzeptanz für das Radverkehrskonzept, wenn Sie so weitermachen, viel geringer werden wird und der Widerstand wird auch größer werden. Wir haben jetzt schon die Situation am Terrassenufer, dass Sie die Beschwerden nicht erreichen, ist ja klar. Ich würde mich doch als Anwohner dort am Terrassenufer auch nie an die SPD, die Grünen oder die Linken wenden, mit Sicherheit nie. Da weiß ich doch, dass ich nichts erreiche, weil Ihnen das völlig egal ist. Ihnen geht es nur von A nach B zu kommen. Was dazwischen liegt, ist Ihnen egal. So, bei uns, ich glaube auch bei den Kollegen von der CDU oder bei anderen, da sind die Beschwerden gelandet. Das ist eine ganze Menge. Und die Wernerstraße wurde auch schon gesagt. Und wenn ich sehe, was noch jetzt in nächster Zeit passieren soll, und richtige Radwege bauen wir ja nie, aber mit dem Pinsel ist man ja sehr schnell in dieser Stadt, da weiß ich, was noch kommt. Beim besten Willen, wir wollen Radwege und wir wollen die Situation verbessern. Aber dann heißt es doch, wer A sagt, muss auch B sagen, dass wir uns um die anderen Dinge auch kümmern. Und ich habe es das letzte Mal schon gesagt, ich sage es wieder. Es gibt nicht nur, lieber Kollege Engel, junge, fitte Männer wie Sie. Es gibt viele, viele ältere Menschen. Es gibt Menschen, die auch ihren Einkauf nicht über 500 Meter schleppen können. Die müssen näher an ihre Wohnung rankommen. Natürlich auch die Pflegedienste, auch Handwerker. Wir wissen das auch, wir haben mit dem Versandhandel oft zu unserem Leidwesen, will ich ja klar sagen. Mir wäre es lieber, wenn die Leute vor Ort einkaufen würden. Mit den erhöhten Parkgebühren wird das sicherlich auch besser werden, was Sie hier beschlossen haben. Aber auch das hat einfach zu einer ganz anderen Ordnung des Verkehrs geführt. Und darauf muss man reagieren, wenn man Realist ist und wenn man Akzeptanz will. Deswegen, meine Damen und Herren, ist es für uns ganz, ganz selbstverständlich, dass wir diesem Antrag zustimmen. Das muss sein. Wir müssen Möglichkeiten auch am Terrassenufer finden, wo ältere Menschen, nicht mehr so fitte Menschen, auch wenigstens halten können, wo sie Ersatz finden. Das ist nicht am Gericht, vom Gericht bis zum rechten Wohnblock dort zu laufen. Das ist eine ganze Ecke, das ist wirklich weit. Das möchte ich meiner Mama beispielsweise nicht mehr zumuten. Tut mir leid, wenn Sie es können, haben Sie Glück. Nicht jeder kann das. Deswegen glaube ich, muss man dort zu vernünftigen Lösungen kommen und eben auch Aufstellflächen schaffen. Ich habe es bei einer anderen Debatte in der letzten Stadtratssitzung schon gesagt, im DDR-Wohnungsbau wurde das berücksichtigt. In den Wohngebieten, in den Plattenbaugebieten haben Sie das an vielen Stellen. Da gibt es hinten noch die Strecken, wo man hinfahren kann. Sie kennen das nicht, Sie wollen es nicht kennen. Wenn Sie dort wohnen, dann wissen Sie es doch, wie es dort ist. Dann wissen Sie, dass man ranfahren kann. Da gibt es sogar Fahrstühle, das haben Sie am Terrassenufer leider auch nicht. Deswegen, ich bitte Sie, haben Sie ein Herz auch für diejenigen, die nicht mehr ganz so fit sind, nicht mehr ganz so gesund sind. Tun Sie was für die. Dankeschön. Soweit Herr Zastrow für die SPD und FDP. Herr Zastrow, das war die Revanche für die zweite Bürgermeisterin. So, nach der FDP erhalten die Dissidenten das Wort, Herr Dr. Schulte-Wissermann, und danach die Freien Wähler. Ja, die Ampel wirft ihre Schatten voraus. Sehr geehrte zweite Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Immer dann, wenn irgendetwas Parkplätze wegnimmt, dann nimmt die CDU und die FDP verzweifelt diese sentimentalen Bilder, die alte Oma, die nicht sagen kann, der Mensch, der Pflegedienst, der so viel Gutes tut. Ja, Pflegedienste müssen wir besser behandeln, wir müssen das besser regeln. Es wurde schon gesagt, auch die Dissidenten sind da sehr dafür. Aber das hat alles mit dem Wesen dieses Antrags nichts zu tun. Herr Wirz hat schon gesagt, der erste Punkt in diesem Antrag steht, dass für jeden Parkplatz, der durch irgendeine Radinfrastrukturmaßnahme wegfällt, in unmittelbarer Nähe ein neuer geschaffen werden muss. Ja, also meistens ist dann da auch kein Platz. Also man sollte dann irgendwie eine gewahrte Fläche kaufen oder was, so einen Parkplatz bauen. Das Geld ist gar nicht dafür da. Das ist einfach unrealistisch. Und wenn das nicht geht, dann soll der Bauausschuss entscheiden. Der Bauausschuss, da steht es 8-8. So, in den meisten Fällen und in diesen Fällen auch. So, das heißt, der Bauausschuss wird zumindest mal in den nächsten 3 Jahren niemals irgendeinen Parkplatz wegnehmen. So, das heißt aber natürlich, dass
wenn wir etwas beschlossen haben, wie das Radverkehrskonzept, was dankenswerterweise durch Herrn Engel die CDU ganz blumig in ihrem Wahlprogramm hat, ja, dass das wurde beschlossen vom Stadtrat. Die Verwaltung hat geplant und geplant und geplant und hat sich schöne Radschnellwege ausgedacht. Und dann kommen da zwei oder drei oder vier Stellen, wo ein Parkplatz wegfällt. So, und dann kommt der Bauausschuss im Jahr 2022 und sagt, nein, das wollen wir nicht. Dann können Sie auch das ganze Projekt vergessen. Ja, Sie können doch nicht den Radverkehr auf eine Straße ziehen, viele, und dann ein, zwei, drei Gefahrenpunkte dort lassen. Ja, also dieser Antrag, der ist nicht absurd, dieser Antrag ist böse. Dieser Antrag ist so böse, der ist noch böser als Herr Zastros Meisterleistung mit der Albertstraße und dem Zellischen Weg. Ja, das war ja eine Meisterleistung, die er da abgezogen hat. Ja, es hat ja auch lang genug gedauert, das wieder zurückzudrehen. Aber diese Meisterleistung, dass die CDU daraus nicht lernt, ja, die Menschen, die einen Parkplatz vermissen, die werden sich doch in einem halben Jahr oder einem Jahr nicht daran erinnern, dass die CDU mal diesen Antrag hat. Wenn dieser Antrag aber heute durchgeht, deswegen, ich verstehe den politisch nicht, wenn dieser Antrag heute durchgeht, dann wird sich die ganze Fahrradbubble, ja, die ganzen Fahrradfahrer, alle möglichen Verbände, jeder wird jedes Mal wieder sagen, ja, damals im Oktober 21, damals hat die CDU diesen Antrag durchgebracht, deswegen können wir hier den Radweg nicht bauen. Halleluja, Dankeschön. So, und Sie müssen doch irgendwann mal auch mal politisch nachdenken. Was hat denn die Neustadt hier im Stadtrat CDU-frei gemacht? Das war genau der Zellische Weg und das war genau die Albertstraße. Der Zastro da oben, da hat es natürlich gepusht, aber Sie haben geblutet dafür. So, und jetzt kommen wir zwei Jahre später mit quasi einem gleichen oder noch schlimmeren Antrag. Also ich verstehe es wirklich nicht. Herr Böhm, ich mag Sie wirklich sehr, ich verstehe aber diesen Antrag wirklich nicht. Und ich kann nur hoffen, ich kann nur bitten, dass er heute hier abgelehnt wird. Und ansonsten werden Sie zyklisch, Herr Zastro hat geredet von den... Ja, Sie sind im Stadtbezirksbeirat Neustadt, wenn Sie dann da sind. Aber ja, müssen dann mit Ihrem SUV... Gut. Herr Zastro, Sie sagen, es gibt die alten Leute. Sie sagen, es gibt die Pflegedienste. Deswegen müssen wir Parkplätze erhalten. Dieser Parkplatz, ich sage aber nicht, wir fordern Parkplätze für Pflegedienste oder wir fordern Parkplätze für Alte. Sie sagen, wir fordern Parkplätze. Das heißt also, 99% der Autos, die da draufstehen, sind irgendwelche SUVs, mit denen Sie da durch die Gegend fahren und sich dann dahinstellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Antrag ist böse. Und ich habe wirklich Hoffnung, dass er heute nicht angenommen wird. Als nächster in der Fraktionsrunde Herr Nitsche für die Freien Wähler. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, dieser Antrag ist nicht böse, dieser Antrag ist notwendig. Und dass er notwendig ist, das verdient noch ein wichtiges Wort zusätzlich, Herr Schulte-Wissermann. Das Wort heißt leider. Denn es gibt eine ganz einfache Regel, nimmt man jemanden was weg und man möchte, dass er es akzeptiert, dann gibt man ihm etwas zur Kompensation. Nimmt man dem Autofahrer etwas weg, und zwar seinen Parkplatz, dann gibt man ihm idealerweise auch etwas zur Kompensation. Und das ist der Parkplatz vielleicht an einer anderen Stelle, wenn es denn möglich ist. Und das zu untersuchen, ist eigentlich ein grundsätzliches Anliegen unserer Verwaltung. Und jetzt zu dem Leider, welches ich gerade beigefügt habe. Dieses Leider ist das, das den Antrag notwendig macht, weil unsere Verwaltung sich da entweder nicht dran hält oder wenn sie das dann einmal macht, dann hält sie es nicht ein, was sie uns verspricht. Herr Wirtz wollte vorhin einige Beispiele haben. Wir hatten vorhin noch mal welche gehört. Auf der Wernerstraße sind 38 Parkplätze entfallen. Ein Teil davon wurde nach anderthalb Jahren mittlerweile wieder neu errichtet. Ein großer Teil davon hätte unter besagter Nossnerbrücke auch wieder entstehen können. Und da braucht man keine großen Vorrichtungen, sondern da reicht ein Schild, auf dem steht eingeschränktes Halteverbot mit dem Zusatzzeichen Wohnmobil.
Punkt. Damit hätte man nämlich die Forderung der Verwaltung erfüllt, ist aber nicht erfolgt. Dann hatten wir vorhin schon gehört, Terrassenufer. Herr Wirtz, Sie wollten noch meine Zahl haben. 52 Parkplätze am Terrassenufer sind einfach so entfallen. Ja, jetzt sind sie halt weg und der Weg ist weiter. Das, was da passiert, das ist nicht logisch, sinnvoll und gemeinwohlorientiert. Logisch, sinnvoll und gemeinwohlorientiert wäre, dass man dafür sorgt, dass die Autofahrer die Entscheidung, die für den Radverkehr und die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes gefällt werden, dass diese Entscheidungen akzeptiert werden. Und dazu gehört eben auch, dass man sich intensiv Gedanken darüber macht, wie man Ausgleichsmaßnahmen durchführen kann. Und dazu gehören eben auch Parkplätze. Und wenn Sie das nicht wollen, dass man gemeinwohlorientiert, sinnvoll und logisch arbeitet, das ist sehr, sehr traurig. Nochmal kurz Herrn Engel etwas leicht zu zitieren. Wenn in der Zukunft an einem Miteinander von Radfahrern und Autofahrern gelegen ist in Dresden, dann muss man diesem Antrag zustimmen. Und wir werden dem Antrag zustimmen. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Krause. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist schon ganz viel gesagt worden. Worum geht es heute im Antrag? Es geht eben nicht um Pflegedienste, das ist schon ausgeführt worden, sondern es geht darum, dass Parkplätze erhalten bleiben sollen, wenn Radwege angelegt werden. Wenn das nicht möglich ist, soll der Bauausschuss sich mit den Themen nochmal befassen. Es soll auch die Stadtverwaltung vorher gründlich prüfen, warum, wie, wo, weshalb Stellplätze eingerichtet werden können oder eben auch nicht. Ich sehe hier tatsächlich auch, wie einige meiner Vorredner, etliche Probleme. Und zwar erstens die verkehrsrechtliche Anordnung, das ist schon gesagt worden. Eigentlich steht es dem Stadtrat nicht zu, in dieser Weise Beschlüsse zu fassen. Und ich, ehrlich gesagt, möchte ich auch meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass sollte es heute eine Mehrheit für den Antrag geben, der OB diesem widerspricht, weil die Anordnung von Stellplätzen eine verkehrsrechtliche Anordnung ist. Das ist hier schon ausgeführt worden. Das zweite, Verwaltungsaufwand, den dieser Antrag auslösen würde, der ist, glaube ich, nicht unerheblich. Da möchte ich auch auf die Stellungnahme verweisen, die uns vorliegt. Vielleicht darf ich auch den Herrn Bürgermeister Kühn noch mal bitten, dazu auszuführen, was die Stadtverwaltung zum Antrag der CDU-Fraktion zu sagen hat. Ein weiterer Punkt ist auch schon genannt worden, dieser Antrag ist ein quasi immerwährendes Infragestellen des Radverkehrskonzeptes und das haben wir schon mal beschlossen. Der Stadtrat hat mehrheitlich dieses Konzept beschlossen und dessen Umsetzung wird auch immer wieder von allen Seiten zu Recht eingefordert. Wenn wir jetzt den Punkt aufmachen und sagen, jede einzelne Maßnahme soll nochmal durch den Bauausschuss gehen und soll nochmal beschlossen werden, dann ist das ein Infragestellen des bereits beschlossenen Konzeptes. Das finde ich schwierig, denn das ist als Gesamtpaket beschlossen worden. Dann vielleicht von meiner Seite noch ein letzter Punkt dazu, das Thema öffentlicher Raum. Der öffentliche Raum ist endlich. Zwischen Hauswand und Hauswand ist ein bestimmter Platz und den müssen wir aufteilen. Wir wollen den gerecht aufteilen. Es ist so, dass die Straßenverkehrsordnung vorsieht, dass es einen sogenannten Allgemeingebrauch von Straßen gibt. Das bedeutet, es gibt keine Sonderrechte. Es gibt keine Sonderrechte mit wenigen Ausnahmen. Beispielsweise kann man Taxistellplätze einordnen, man kann Stellplätze für Behinderte einordnen, man kann auch Stellplätze für Carsharing einordnen. Das sind so die wenigen Ausnahmen, die die StVO vorsieht. Wenn man sich hier Änderungen wünscht, dann ist das eine, was Herr Engel gesagt hat, dass man sich beim Land nochmal dafür stark macht, dass zum Beispiel die Regelung zu den Sozialdiensten wieder in Kraft gesetzt wird. Und ansonsten sind das Themen, die auf der Bundesebene zu bearbeiten sind. Wenn man sagt, wir möchten bestimmte Berufsgruppen stärker in den Blick nehmen. Ich würde auch sagen, Sozialdienste, Pflegedienste sind ein Thema. Man sollte sich auch mit dem Thema Lieferdienste beschäftigen. Denn eigentlich kann es nicht sein, dass die
Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit der jetzt gültigen Straßenverkehrsordnung bestehen, immer auf dem Rücken derer ausgetragen werden, die wirklich ganz unten an der Nahrungskette sind, nämlich den Strafzettel bekommt am Ende die Pflegerin oder der Austräger von Paketen, weil er sich halt in der Not oder sie irgendwo falsch hingestellt hat. Ich finde tatsächlich, das Thema sollte man anfassen, aber das können wir nicht hier im Stadtrat tun. Wie gesagt, der öffentliche Raum ist endlich und wir wollen ihn gerne gerecht verteilen. Und das heißt für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer eine sichere Umgebung schaffen. Wir wollen auch den öffentlichen Raum grün gestalten. Wir wollen Nutzungen auf den Straßen und Plätzen ermöglichen, wie zum Beispiel gastronomische Angebote, Freisitze. Und es geht eben hier dabei auch darum, verantwortungsvolle Entscheidungen für die Stadt zu treffen in der Abwägung von Anliegen. Das ist ganz korrekt und Sie wissen vielleicht, es geht mir manchmal viel zu langsam, was die Stadtverwaltung macht in Bezug aufs Radverkehrskonzept. Warum ist das so? Weil Sie sehr gründlich abwägen die verschiedenen Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Zum Beispiel bei der Radvorrangroute Ost, das ist schon erwähnt worden, gab es eine umfassende Untersuchung darüber, wie viele Parkplätze wegfallen sollen, um Kreuzungen sicher zu gestalten. Es ist geprüft worden, dass das möglich ist, sie in relativ nahem räumlichen Zusammenhang wieder zu ersetzen. Und ich finde, dass die Stadtverwaltung da schon für meinen Geschmack zu viel Sorgfalt drauf verwendet. Das passiert aber, diese Abwägungen werden getroffen, auch im Sinne eines gedeihlichen Miteinanders. Aber wir dürfen auf keinen Fall die Sicherheit der einzelnen Verkehrsteilnehmer unter dem vermeintlichen Recht auf einen Parkplatz einordnen. Denn, das möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, es gibt kein Recht auf einen Parkplatz im öffentlichen Raum. Das existiert nicht. Es gibt da auch kein Gewohnheitsrecht. Davon muss man sich verabschieden. Und deswegen darf man diesem Antrag nicht zustimmen. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die AfD-Fraktion, Herr Braun. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürger, auf was es alles kein Recht gibt auf der linken Seite, das ist hochinteressant. Es gibt kein Recht auf das, es gibt kein Recht auf das, das ist lächerlich. Naja, der vorliegende Antrag der CDU-Fraktion ist mittlerweile über 1,5 Jahre alt. Im Laufe dieser Zeit sind in Dresden im Zuge der Anpassung bzw. des Ausbaus von Radverkehrsanlagen unzählige Parkplätze weggefallen. Heute nun wird der CDU-Vorschlag endlich behandelt, wie zukünftig bei Wegfall von Parkplätzen durch die Stadt vorzugehen ist. Es soll eine Neuausweisung von Parkflächen in unmittelbarer Nähe zu den durch etwaige Fahrradwege wegfallenden Stellplätzen geben. Die Bewertung der Verwaltung ist leider recht eindeutig. Mal zitieren, im Regelfall ist die Kompensation nicht möglich, da Ersatzflächen nicht verfügbar, die finanziellen Haushaltsmittel nicht vorhanden und die personellen Kapazitäten zur Umsetzung unflexibler Bauvorschriften und so weiter und so weiter und so weiter. Also könnte man theoretisch sagen, ja, vielleicht für die Galerie, aber naja, man muss ja der Verwaltung auch nicht alles glauben. Ne? Deswegen ist es gut, dass die CDU sich da dran gemacht hat. Aber die CDU hat bedauerlicherweise, und das haben wir heute noch gar nicht angesprochen, also Terrassenufer ist natürlich ein Thema für sich, über 50 Parkplätze ist eine Hausnummer und ich wusste gar nicht, dass Pflegedienste im eingeschränkten Halteverbot jetzt stehen bleiben dürfen, wenn das dann umgesetzt wird. Das wird ja hochinteressant. Was ich auch nicht wusste, ist, dass dann der Pflegedienst auf einen der 25 wegfallenden Parkplätze der Kreuzstraße, die die CDU mit beschlossen hat, diese Wegfall, wenn da irgendein Patient ist, wird es auch schwierig mit Parken. Also CDU sollte dann auch aufhören, damit solchen Dingen dann auch zuzustimmen, sondern sich grundsätzlich auch mehr für den motorisierten Individualverkehr dann auch einsetzen tatsächlich. Und wir hoffen natürlich, dass man zukünftig eine gemeinsame Basis finden wird, um auch den Wegfall weiterer Parkplätze im Stadtgebiet zu verhindern. Die AfD-Fraktion bewertet das Ansinnen des Antrages grundsätzlich als positiv und stimmt daher dem vorliegenden Antrag zu. Das sollte man ohnehin, das Thema wird uns ja weiter begleiten. Wir haben jetzt noch eine hübsche Verwaltungsvorlage demnächst zu bearbeiten, die ich persönlich als absolut autofahrerfeindlich betrachte, wo es dann irgendwie heißt, naja, das ist ein Thema, das werden wir dann bald
auch noch haben, aber das geht natürlich auch wieder gegen den Autofahrer und insbesondere gegen Stadträte, die auch noch ein bisschen was arbeiten müssen nebenbei. Die können nicht gemütlich ins Rathaus radeln oder irgendwie da lange auf den Bus warten, sondern die müssen dann zack, zack von A nach B und gucken, dass sie schnell ins Rathaus kommen. Denn die einseitige Verkehrspolitik der vergangenen Jahre, die die eindeutige Handschrift der grünen Fahrradfreunde trägt, geht zu Lasten des Rückgrats der Mobilität, dem Automobil, und jeder Versuch, einen Gegenpol zu etablieren, findet daher unsere Unterstützung. Vielen Dank. Soweit erstmal die Fraktionsrunde. Weitere Wortmeldung, Herr Aschenbach. Und dann würde ich auch Kollegen Kühn noch mal bitten, auf die Thematiken, die angesprochen waren, zu reagieren. Herr Würz, habe ich auch noch mal gesehen, ja. Also, Herr Aschenbach, los geht's. Ja, das ist jetzt ne, ein Jahr, habe ich das alles fertig. Ist fast Vergangenheitsbewältigung. Aber schön, alles nochmal mit Bildern. Hallo CDU. Und herzlich willkommen zu Parken. Wie geil ist das denn? Teil 4 von X. Hier Stellplatzkompensationspflicht. Zunächst noch einmal das Zitat. Herr Engel erwähnte es bereits. Aus dem Programm der CDU Dresden zur Kommunalwahl 2019. Das städtische Radverkehrskonzept soll zügig umgesetzt, zentrale Radwegachsen und Radschnellwege sollen ausgebaut werden. Nun zu diesem Antrag. Da ist euch ja wieder ein schmutziger kleiner Move eingefallen. Um euren Autofetisch zu frönen. Jeder durch den Radwegausbau wegfallende Parkplatz soll an anderer Stelle ersetzt werden, und wenn das nicht möglich ist, soll der Ausschuss darüber befinden, ob der Radweg gebaut werden darf. De facto bedeutet das, dass ihr den Radwegausbau komplett stoppen wollt. Dass die Stadt einfach nicht den Platz hat, um die Parkplätze einfach irgendwo anders auszuweisen, ist ebenso klar wie die konsequente Ablehnung durch den Kfz-Block im Ausschuss. Ich werde euch deswegen noch mal kurz die Problemlage erklären. Erstens, die Menschheit verbrennt zu viel Zeug. Dadurch verschlechtern sich die Lebensbedingungen auf unserem Planeten zusehends. Unter anderem aufgrund der innovativen Politik der verbleichenden Bundesregierung, in Klammern CDU, fahren die meisten Autos noch sehr lange mit Verbrennungsmotoren. Für unseren Planeten bedeutet das, weniger Autos sind gut. Zweitens. Autos verschmutzen nicht nur die Umwelt, sie nehmen auch ziemlich viel Platz weg. Ui. Vielleicht auch nicht. Sowohl wenn sie rumfahren, als auch wenn sie völlig nutzlos rumstehen. In Städten ist es wegen der vielen Leute ziemlich eng. Ah. Wenn weniger Autos in der Stadt rumstehen oder rumfahren, dann haben wir also nicht nur bessere Luft, sondern sogar viel mehr Platz. Platz für Menschen statt für Blechkisten. Klingt geil, oder? Ihr würdet vielleicht sagen, lebenswert, in Klammern CDU-Wahlkampfmotto. Oh, Moment, ich habe meine Bilder falsch sortiert. Sorry. Kommt noch. Drittens, wie viele Autos genutzt werden, hängt direkt mit der Infrastruktur zusammen. Also, wenn ich ganz viele Straßen baue, dann nutzen ganz viele Leute Autos. Wenn ich ganz viel ÖPNV einrichte, dann nutzen ganz viele Leute Bus und Bahn. Wenn ich ganz viele Radwege baue, dann nutzen ganz viele Leute Fahrräder. Also, mehr ÖPNV und mehr Radwege bedeuten, dass weniger Autos genutzt werden. Es gibt sogar so popelige Käfer wie Amsterdam, Oslo, Wien und Paris, die das recht erfolgreich für uns ausprobieren. Und wer hätte das gedacht? Die meisten finden es ziemlich gut. Nicht, dass wir uns missverstehen. Ich finde Autofahren auch ziemlich geil. Genauso wie Rauchen, Bier trinken, popeln und verkalkte Senioren ärgern.
Aber wenn man es übertreibt, sind es einfach schlechte Angewohnheiten. Und unsere Gesellschaft hat das Autofahren zu einer sehr übertriebenen Angewohnheit gemacht, die allen schadet. Ich weiß, es sei unfair. Es heißt, es sei unfair, Politiker an ihren Wahlversprechen zu messen. Aber nur weil ihr so schamlose Heuchler seid, kann ich mich ja trotzdem sehr freuen, dass die CDU, der Partei, die Partei hier die Gelegenheit bietet, eins der ihren wiederzuentdecken. Parkplätze statt Ausländer versprachen wir vollmundig und nun wissen wir endlich, was das bedeuten könnte. Mein damaliger Antrag, jedes durch den fiesen, gemeinen und hinterhältigen Radwegbauparkplatz bloß gewordene Auto soll seine neue Heimat bei jemandem finden, der es besonders gern hat, einem CDU-Mitglied. In Klammern, Freiwillige wie FDP-Autokuschler dürfen natürlich auch Autoasyl anbieten. Dieser Antrag ist ja nun erwiesenermaßen unzulässig. Caritas omnia tolerat cave canem, aber de mortuis nihil nisi bene. Sie verstehen schon. Also erzähle ich doch noch davon. Auch um mit einer eklatanten Falschdarstellung Pfui SZ aufzuräumen. Mitnichten wollte die Partei, um das Problem auch langfristig zu lösen, für jeden wegfallenden Parkplatz einen Autofahrer einfach so abschieben, sondern nur, wenn die Prüfung ergab, dass eine autofreie Resozialisation nicht möglich ist. Integration ist keine Einbahnstraße. Mein großzügiges Angebot, Holger Zastrow für jeden wegfallenden Parkplatz mit einem öffentlichen Blowjob zu trösten, bleibe mangels Nachfrage unerwähnt. Sexuelle Gefälligkeiten sind als politische Währung scheinbar unbeliebter als gedacht. Als nächstes Herr Würz und dann, wie gesagt, Herr Kühn, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich erstmal in aller Form hier von der Darbietung, nennen wir es so, von Herrn Aschenbach distanzieren. Der Antrag, den er hier an die Wand geworfen ist, ist völlig zu Recht vom Oberbürgermeister als unzulässig zurückgewiesen worden. Und ich meine, mich erschüttern Sie mit solchen Darstellungen nicht. Ich komme vom Bau. Und ich muss aber ehrlich sagen, Sie werfen hier eine bildnerische Darstellung an die Wand, die der sprichwörtliche Maurerlehrling am ersten Tag der Lehre an irgendeine hoffentlich noch endzubehandelnde Fläche pinseln kann. Und Sie brauchen dafür ein 5-jähriges Diplomstudium, da fragt man sich auch, was Sie machen. Das ist nicht so komisch, wie ich das vielleicht jetzt wieder versuche zu drehen. Was hier passiert, ist im Prinzip eine Verächtlichmachung des Parlamentarismus. Ja, es ist demokratiefeindlich und es ist unsachlich. Ja, und man kann da auch die 13. Klappe draus machen, dass dieser Mensch eben als Politiker nicht ernsthaft und als Komiker nicht komisch genug ist. Das habe ich schon mal bei einer Gelegenheit gesagt. Aber zurück zum durchaus ernstzunehmenden Antrag der CDU, weshalb ich eigentlich hier vorgetreten bin. Herr Nitsche und auch Herr Zastrow haben im Prinzip recht hilflos versucht, hier nochmal darzustellen und zu begründen, wo eigentlich die wegfallenden Stellplätze nun eigentlich eine Krisensituation oder ein Manko herbeigeführt haben. Und da sind gesagt worden, ja, am Terrassenufer sind es so und so viele Parkplätze, an der Wernerstraße sind es so und so viele Parkplätze. Das ist aber kein Nachweis, dass dort im Prinzip ein Schaden entstanden ist, weil dann muss man nämlich nachweisen, welcher Parkdruck dort herrscht und ob der Parkdruck nicht mehr aufgenommen werden kann. Und diesen Nachweis sind Sie schuldig geblieben. Sie haben nicht gesagt, wie das üblich ist bei solchen auch verkehrstechnischen Untersuchungen, zu dieser und jener Tageszeit, zu dieser und jenem Wochentag haben wir dort einen Parkdruck, der nicht mehr aufgenommen werden kann. Diesen Beweis sind Sie schuldig geblieben, deswegen können wir uns immer noch diesem Antrag nicht anschließen. Das nächste ist, Herr Zastrow, Sie haben deutlich gemacht, man kann nicht am Sachsenplatz parken, weil besonders dann auch im Prinzip mobilitätseingeschränkte Personen nicht in der Lage sind, vom Sachsenplatz dort in diese Wohnblöcke zu gehen.
Und da wollen Sie mir weismachen, dass wenn diese Personen dann an der elbseitigen Seite des Terrassenufers einen Parkplatz erwischt haben, dass die dann sozusagen so schlecht zu Fuß, wie sie sind, über die dicht befahrene Straße, Terrassenufer rübergerannt sind, wo keine Ampel dort ist, also wo sie im Prinzip auch den beidseitigen Verkehr dort ausweichen müssen. Das ist doch unglaubwürdig. Insofern ist dieser Antrag wirklich sehr mager. Er hat das Talent im Prinzip, jede Menge verlorene Planung zu erzeugen, weil es muss im Prinzip eine Planung gemacht werden, wo eine Radverkehrsanlage gebaut werden. Anschließend geht es dann mit dem üblichen Vorlauf in der Verwaltung ein halbes, dreiviertel Jahr durch den Stadtrat und da unter dem Bauausschuss. Und der Bauausschuss sagt dann, nö, vielleicht oder mit Änderungen, dann wird das alles geändert. Also es ist nicht zu Ende gedacht. Also mit mir können Sie jederzeit reden, wenn irgendwo im Prinzip in der Tat eine Situation entstanden ist, wo nachweisbar ist, dass dort der Park dort nicht mehr aufgenommen werden kann. Aber das haben Sie nicht getan. Wegfallende Parkplätze sind da kein Argument. Und dass das Darbieten von Parkplätzen in der Öffentlichkeit eine Gemeinwohlaufgabe ist, das halte ich auch für eine sehr gewagte Formulierung, um es gelinde auszudrücken. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Zur Geschäftsordnung, Herr Maloney. Die Sitzungsleitung, und zwar im Bezug der Äußerungen des Fraktionsvorsitzenden, der Herren Dr. Schulte-Wissermann, Lichti und Schmählich. Der Fraktionsvorsitzende der eben genannten Person hat sich gegenüber unseres Fraktionsvorsitzenden einer unflätigen, bösartigen und erbschneidenden Art und Weise geäußert. Und ich bitte die Sitzungsleitung zu prüfen, inwieweit das ordnungsmäßig zu würdigen ist. Das werden wir prüfen. Ich bitte Sie um Nachsicht, dass ich jetzt, da wir hier im Sinne einer heidnischen Abschiedssinfonie die Sitzungsleitung auf mich haben übergehen lassen, ich jetzt nicht die Entscheidungen und die Sitzungsführung im vorherigen Zustand overrulen werde, sondern dass wir das im Abstand der Sitzung dann tun werden. So, das darf man im Dresdner Stadtrat wohl noch sagen, oder? Haydns Abschiedssinfonie darf man noch zitieren. Andere Wortmeldungen sehe ich nicht, dann bitte ich Herrn Kollegen Kühn nochmal, oder zur Geschäftsordnung von Nikolov, gerne. Also ich muss mich ganz ehrlich kurz bremsen. Ich bin fassungslos. Ich weiß, mein Sohn und auch meine Schwiegertochter sind beide Lehrerinnen bzw. Lehrer. Sie fordern teilweise auch ihre Schüler auf, ihre Schülerinnen auf, Stadtratssitzungen zu sehen, werden diese teilweise auch im Unterricht aus. Und bisher dachte ich immer, dass wir als Stadträte Vorbilder sind für unsere Jugend. Ich hoffe ganz einfach auch, dass, wenn wir nicht mehr kandidieren, gute, kluge, junge Menschen nachrücken. Und nach so einem Vortrag frage ich mich eigentlich, welches Beispiel wir unseren jungen Menschen mit auf den Weg geben. Ich bin entsetzt. Weder sind ältere Leute verkackt, noch möchte ich Begriffe hier, die ich vorhin gesehen habe, irgendwo in einem Konsens im Unterricht behandeln müssen. Und ich erwarte ganz einfach von Ihnen, dass Sie sich hier entschuldigen für das, was Sie hier gesagt haben. Ja, Frau Nikolov, das nehmen wir als persönliche Erklärung entgegen. Und das nehmen wir als persönliche Erklärung entgegen. Weise nur darauf hin, die sind normalerweise am Ende und nach Abschluss der Debatte abzugeben. Da meldet sich Herr Böhm fürs Schlusswort, nehme ich an. Ja, würde ich bitten, vor dem Schlusswort Herrn Kühn, damit das Schlusswort ein Schlusswort ist, die Position der Verwaltung nochmal darzustellen. Wollen wir dann reden, wenn wir jetzt dran sind? Ansonsten gehen Sie vielleicht nach draußen und rochen eine, dann wird es vielleicht besser. So, Herr Kühn, bitte. Und ausschließlich Herr Kühn hat das Wort. Also, vielen Dank, Herr Kollege. Vielleicht nochmal ein paar inhaltliche Aspekte. Es ist in der Tat so, dass wir
Stadtgebiete haben Stadtteile mit hohem Parkdruck. Die für natürlich, ob das Lieferdienste sind, Pflegedienste, Handwerker oder alle anderen Verkehrsteilnehmer, eine Herausforderung sind, einen freien Stellplatz zu finden. In Vergangenheit, und das ist fachlich auch das, was geboten ist, haben wir uns dann immer entschieden, eine Parkraumbewirtschaftung einzuführen, um den begrenzten Verkehrsraum effizient zu nutzen. Und in den Stadtteilen, wo eine Parkraumbewirtschaftung eingeführt wurde, hat sich auch die Situation jeweils entspannt und damit die Bedingungen für Pflegedienste und Handwerker auch. Insofern müsste die Konsequenz aus dem, was vorgetragen wurde von der Caritas sein, dass wir über die Frage von Parkraumbewirtschaftung in weiteren Gebieten mit hohem Parkdruck reden. Zweitens, ich will nochmal deutlich machen, was eine verkehrsrechtliche Anordnung ist. Eine verkehrsrechtliche Anordnung nimmt die Straßenverkehrsbehörde zum Beispiel zur Beseitigung von Unfallhäufungsstellen vor. Und das kann, um beispielsweise die Situation an Kreuzungen, an Querungsstellen und dergleichen zu verbessern, eben auch sein, dass Stellplätze oder abgeordnet werden oder Parkmöglichkeiten eingeschränkt werden. Hier handelt die Straßenverkehrsbehörde ohne Weisung. Das ist eine Institution innerhalb der Stadtverwaltung, die weisungsungebunden arbeitet. Das heißt, weder der Oberbürgermeister noch der Baubürgermeister kann die Straßenverkehrsbehörde anweisen, irgendwas zu tun, sondern die Straßenverkehrsbehörde setzt geltendes Recht und das ist die Straßenverkehrsnummer bzw. Straßenverkehrsgesetz durch. Und in solchen Fällen wird die Straßenverkehrsbehörde niemals erstmal sozusagen die Stellplatzbilanz prüfen, sondern sie wird sagen, wie es in das Straßenverkehrsgesetz geregelt ist, oberstes Primat ist die Verkehrssicherheit und dem wird sie folgen. Das zweite ist, oder der dritte Punkt ist, dass es natürlich bestimmte Rahmenbedingungen auf Bundesebene geben könnte, die das Thema Pflegedienste und Handwerker parken erleichtern. Es gibt ja die Lademöglichkeit von Ladezonen einzurichten. Das tun wir bei Verkehrsplanungen, werden Ladezonen berücksichtigt, um eben das Thema von Lieferdiensten so zu bewerkstelligen, dass nicht in zweiter Reihe geparkt wird auf Radwegen oder in Halteverboten. Natürlich muss sowas immer kontrolliert werden, aber da gibt es ein Verkehrsschild und einen entsprechenden bundesgesetzlichen Rahmen. An anderer Stelle wäre er noch zu schaffen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind auch so, dass wir für bestimmte Verkehrsanlagen, nämlich die Hauptstraßen mit einer entsprechenden Verkehrsbelegung, nach den Regelwerten auch Radverkehrsanlagen einordnen müssen. Auch hier ist der Ermessensspielraum begrenzt. Die sagen die Regelwerke, die auf Bundesebene kommen, dass wir das tun müssen. Gleichwohl ist es so, dass wir natürlich zum Beispiel bei der Radvorrangroute Ost, die ja als erstes im nächsten Jahr dann auch baulich realisiert werden soll, uns mit dem Thema Rundenverkehr auseinandersetzen und die Radvorrangroute so einrichten wollen, dass eben keine Stellplätze verloren gehen. Das haben wir übrigens auch im Bauausschuss kenntlich gemacht insofern und Ihnen vorgestellt. Insofern ist das bereits gängiges Verwaltungshandeln und wird sich auch an der Stelle nicht ändern, weil wir natürlich auch für die Akzeptanz der Maßnahmen werben wollen. Letzter Punkt zur Wernerstraße. Hier sind die Parkplätze straßenbegleitend realisiert und auch die Parkplätze unter der Nossener Brücke werden realisiert. Hier muss aber sichergestellt werden, dass dort tatsächlich die baulichen Rahmenbedingungen so sind, dass dort keine Wohnmobile parken, weil die eine ganz andere Brandlast haben, die aus Sicherheitsgründen eben nicht unter Brücken gewünscht ist, um das mal ganz umgangssprachlich zu formulieren. Insofern wird auch diese Maßnahme umgesetzt, aber sie ist eben baulich notwendig, sie umzusetzen. Da reicht nicht ein Schild, was man aufstellt, wo wir keine Kapazitäten haben, gemeindlichen Vollzugsdienst sicherzustellen, dass dort auch eben keine Wohnmobile abgestellt werden. Soweit in Kürze. Ja, vielen Dank. Und dann Herr Böhm fürs Schlusswort für die einreichende Fraktion. Bürgermeister Lammes, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich versuche mal die Emotionen aus der Debatte wieder ein Stück rauszunehmen, obwohl die Worte wie absurd und was da vom Kollegen Aschenbach kam, natürlich schon schwierig ist. Eigentlich ist ja alles gut. Kollege Kühn hat gerade gesagt, er arbeitet an allem, Wernerstraße, alles läuft, alles super, alles perfekt. Ich weiß gar nicht, Frau Schneider, ist sie noch da?
das Problem gäbe es ja dann eigentlich gar nicht. Worüber reden wir hier eigentlich? Herr Wirtz, Sie haben gesagt, Terrassenufer, da sollten wir einen Nachweis führen. Brauchen wir gar nicht. Ich fahre da regelmäßig lang, auch mit dem Fahrrad. Und was sehe ich? Weil nämlich die Pflegedienste nämlich nicht tagsüber dort sind, sondern sie kommen abends und sie kommen früh vor allen Dingen, gerade dann, wenn die Anwohner dort viel parken. Was sehe ich dort? Ich sehe, dass dort die Pflegedienste in ihrer Not auf dem Fußweg parken oder sie parken auf dem Radweg. Das kann doch nicht unser Ziel sein. Das kann nicht unser Ziel sein. Und warum sind wir ein Stück weit auf die Radverkehrsanlagen gegangen? Nicht, weil wir das Radverkehrskonzept nicht umsetzen wollen, weil wir haben mit dem Radverkehrskonzept nicht beschlossen, dass wir Parkplätze rückbauen, sondern wir haben beschlossen, dass wir Radwege einrichten wollen. Das haben wir beschlossen. Und dieser Antrag soll ja dafür sorgen, dass neben den Radwegen natürlich auch das Thema Parken berücksichtigt wird. Weil das ist ein lebenspraktisches Problem und Sie können das Thema wegreden wollen oder auch nie. Es ist einfach so, dass mit jedem wegfallenden Parkplatz im Innenstadtbereich sich der Parkdruck erhöht und damit natürlich auch das Problem der Parkplatzfindung nicht nur für Anwohner, sondern auch für Pflegedienste, für Handwerker etc. Und beim Thema Terrassenufer, das hat der frühere Baubürgermeister Rauschmidt Lamontaine handstreichartig durchgeführt. Da fielen die 50 Parkplätze weg und erledigt war's. Und im Radverkehrskonzept, da steht da was ganz anderes. Petersburger Straße, da haben wir ewig diskutiert im Bauausschuss, da ist überhaupt kein Platzproblem. Da wurde gesagt, okay, wir müssen die Plätze abordnen jetzt zunächst, wegen dem sehr bedauerlichen Todesfall dort, völlig klar. Aber es wurde gesagt, wir werden sehen, dass wir den Verkehr umsortieren und dass wir dort Parkplätze wieder einrichten. Und die erste Beschlusskontrolle kam, keine Kapazität, keine Zeit und es bleibt so, wie es ist. Das kann doch nicht die Lösung sein. Das kann sie nicht sein. Deswegen bitte ich Sie, diesen Antrag zu unterstützen. Danke. Somit, damit ist das Schlusswort erfolgt und wir kommen in die Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht, der ist ablehnend. Achso. Über den Antrag, okay. Dann höre ich gerade, es gab einen Geschäftsordnungsantrag über den Antrag im Original abzustimmen. Dann würde ich zunächst fragen, wer diesem folgen möchte, dass wir jetzt als Abstimmungsgrundlage den Antrag nehmen. Gegenstimmen? Und Enthaltung? Mit 34 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung wäre das angenommen. Und damit stimmen wir jetzt ab über den Antrag, so wie er damals eingereicht worden ist. Wer dem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Enthaltung? Gleiches Ergebnis, 34 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, eine Enthaltung, wäre damit so angenommen. Dann können wir die Assistenzfunktion nach vorne bitten, sodass wir schön aufrufen können und das noch ein bisschen verlängern. Jetzt habe ich sogar meinen eigenen Stift mit. Ist das dein eigener Stift mit? Ja. Das wird immer besser. So, dann starte ich die namentliche Abstimmung und bitte um Aufrufen. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Aschenbach, Frau Barkow, Frau Bischofberger,
Herr Blödner? Herr Böhm? Herr Braun? Herr Dr. Brauns? Herr Breuer? Frau Kaspari? Herr Kolditz? Frau Dagen? Herr Dr. Deppe? Herr Dietze? Herr Drews? Herr Engel? Frau Filius-Jene? Herr Fischer? Herr Flemming? Frau Frohwieser? Frau Dr. Geitsch? Herr Genschmer? Herr Gilke? Herr Göhler? Frau Kraul? Herr Hannig? Frau Hanser? Herr Hase? Herr Hecht? Frau Holowenko? Herr Kaden? Herr Kaniewski? Herr Kiesling? Frau Krause? Herr Gröber? Herr Krüger? Gröber, nein. Herr Lazinski? Leo Lenz? Herr Lichti? Herr Lommel? Herr Löser? Herr Maloney? Frau Marschner? Herr Mattes? Frau Mühle? Herr Müller? Frau Nikolov? Herr Nitsche? Frau Dr. Osiander? Herr Pinkert? Herr Rentsch? Frau Scharnetzky? Frau Schewe? Herr Schmählich? Herr Schmidt? Herr Schollbach? Frau Dr. Schöps? Herr Dr. Schulte-Wissermann? Herr Schulze? Frau Siebeneicher? Frau Sturm? Herr Vetterlein? Frau Dr. Vogel? Frau Wagner? Frau Walter? Frau Wendt? Herr Wiedemann? Herr Wirz? Herr Zastrow? Herr Hilbert? Das Ergebnis ist dasselbe geblieben. 34 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Damit ist der Antrag so angenommen. Wir setzen fort mit